Also das erste Mal bin ich nach Elguna gekommen im März 2016, um einen Dokumentarfilm mit Delfine zu drehen. Und fand das hier so schön, dass ich mich entschieden habe, nochmal für einen Urlaub zu kommen. Für alle, die sich für Delfine interessieren, es gibt, glaube ich, keinen Ort auf der Welt im Moment, wo man so gut und im natürlichen Umfeld Delfine beobachten kann. Es gibt hier eine sehr gesunde Population von indopazifischen Tümmlern. Da ich begeisterter Wassersportler bin, das ist eines der besten Kitesurf-Reviere der Welt. Man hat ja fast immer Wind und man kann hier einen Kilometer rausgehen ins Meer und steht immer noch hüfttief im Wasser. Das Wasser ist 30 Grad warm, also für Kitesurfer ist es das Paradies. Ich wüsste keinen Ort auf der Welt, wo man so gut kiten kann wie hier. Vor allem sicherer, als man denkt. Also der Ruf im Moment in den Medien ist, dass Ägypten kein sicherer Ort ist. Ich kann nur sagen, ich bin jetzt zum zweiten Mal hier, das ist sicherer als die Schweiz, wenn man das so sagen kann. Insofern bin ich einfach ein großer Fan dieser Gegend. Die Leute sind unglaublich freundlich und es ist ein fantastischer Ort zum Entspannen. Vor allem, wenn das Wetter so schlecht ist in Europa wie im Sommer 2016, ist das der perfekte Ort, um in der Sonne zu sitzen. Also ehrlich gesagt, es wäre ein Traum, hier mal einen Film zu drehen, weil wenn man das europäische Wetter gewöhnt ist, ist das hier perfekt. Es ist ein Wüstenklima, es ist immer warm, die Sonne scheint fast immer. Das ist das Rote Meer, eines der schönsten Bademeere, die es gibt. Ich würde hier sehr gerne mal drehen.